Denn ja, ich habe hier heute eine Hypnose-Expertin und es ist einfach, ich finde, ein super spannendes Thema. Und bevor wir jetzt gleich anfangen, bevor ich die liebe Claudia hier vorstelle, möchte ich euch super gern nochmal sagen, dass ja bald für alle Frauen mit Kinderwunsch mein Workshop startet. Und ich freue mich wirklich riesig. Ich weiß, es wird eine richtig besondere Reise werden. Und jede von euch, die jetzt zuschaut und diesen Kinderwunsch hat, schreibt mir unbedingt auch auf WhatsApp, wenn ihr das noch nicht getan habt. Denn wenn wir dort in Kontakt sind, kann ich euch da das Bonuspaket schicken und auch mit euch einen kleinen Kennenlernen. Ja, Gespräch vereinbaren, also ein kleines, ich nenne es ganz gerne Connecting Call, wo man einmal ja sich verbindet, wo ich einfach erfahren kann, was eure Themen sind und was eure Situation ist, weil dann kann ich darauf auch ganz individuell während des Workshops eingehen. Und ja, mit einigen Frauen durfte ich schon Gespräche führen und wirklich, wenn du noch keinen Termin vereinbart hast, dann mach das unbedingt, weil ich spüre jetzt schon, wie viel das macht, ja, mit mir, mit den Frauen. Das ist einfach, dann kann ich auf eure Situation eingehen. Ja, und dann bleibt mir jetzt nur noch die liebe Claudia Waser vorzustellen. Sie ist Hypnose-Expertin und arbeitet hauptsächlich mit Frauen mit Kinderwunsch oder auch schon Schwangere. Sie hat auch noch mal eine Fortbildung gemacht zur Hypnobirthing-Therapeutin. Also ja, einfach diese ganzen super spannenden Themen. Und liebe Claudia, wenn du magst, ja, möchtest du dich erstmal noch selber kurz vorstellen? Also ich wollte zuerst dich begrüßen, Veronika. Danke für die Einladung und natürlich alle anderen, die sich das jetzt live ansehen oder dann allenfalls später anschauen. Ich freue mich, hier zu sein. Ja. Und wenn du magst, fang doch einfach mal an zu erzählen, was ist eigentlich Hypnose? Ja, vielleicht kann ich dich ja gerade zurückfragen, was stellst du dir denn unter Hypnose vor? Ich? Ja, spannend, weil für mich war Hypnose tatsächlich immer so ein bisschen abstoßender Begriff. Ich habe noch nie das, was man so Hypnose nennt, gemacht. Gleichzeitig aber habe ich ja schon seit meiner Kindheit autogenes Training und alle möglichen spirituellen Erfahrungen, Meditationen, so viele schon in meinem Leben gemacht, bis ich dann irgendwann ja so sehr selber wahrgenommen habe. Ich meine, schon vor ganz, ganz vielen Jahren hatte ich schon Visionen und Informationen erhalten, aber jetzt ist das nochmal ganz anders, wenn ich channele und die Bilder habe. Und meine Kundinnen haben auch oft schon zu mir gesagt, dass sie während des Channelings in so ganz bestimmte Thetawellen gekommen sind, ganz bestimmte Gefühle hatten. Und von dem, wie ich jetzt so denke, ist das ja eigentlich auch Hypnose. Also wie eine Art Meditation einfach. Genau, also die Hypnose stammt vom altgriechischen Wort Hypnos ab oder kommt von dort die Begrifflichkeit. Und der Begriff ist etwas irreführend, weil das Altgriechische bedeutet Schlaf. Es ist aber tatsächlich alles andere als ein Schlaf. Und auch wenn du gesagt hast, du hast noch nie Hypnose gemacht, dann ist das nicht ganz stimmig so, weil jeder Mensch geht täglich mehrmals in diesen hypnotischen Zustand. Das ist also ein ganz natürlicher Zustand, den wir mehrmals täglich ganz unbemerkt eigentlich erleben und erfahren. Sei es, dass wir am Tagträumen sind, also wenn wir so innere Bilder erzeugen von unseren nächsten Strandferien zum Beispiel. Oder wenn wir ein packendes Buch lesen und uns total mit dem Hauptcharakter im Buch so identifizieren. Das sind alles hypnotische Zustände. Oder auch wenn man Sportler zum Beispiel befragt, die besten Leistungen erbringen sie, wenn sie im hypnotischen Zustand sind. Und sie nennen das dann Flow. Das heißt, es ist etwas ganz Natürliches, nur ist das gesellschaftliche Bild ganz oft geprägt von der Showhypnose, wo dann irgendwelche Menschen vielleicht gackernd auf der Bühne herumlaufen oder irgendwelche peinlichen Dinge machen, wo man sich fast schon ein bisschen fremdschämt.
Es ist allerdings tatsächlich so, dass dieser Zustand, also in den geht man nur, wenn man das auch möchte, also jetzt im therapeutischen Setting. Und diesen Zustand kann man gezielt herbeiführen und in der Regel macht man das mit einer sogenannten Einleitung, also anhand von Worten. Und dann führt man die Person in diesen Zustand, den sie aber eigentlich schon aus ihrem Alltag kennt. Auch kurz vor dem Einschlafen oder kurz vor dem Aufwachen und kurz nach dem Aufwachen sind wir in diesem empfänglichen Zustand. Und Hypnose ist einfach ein wunderbares Tool, es ist ein Werkzeug, um im Unterbewusstsein ganz viele positive Veränderungen darauf hinzuarbeiten, beziehungsweise auch gewünschtes Verhalten oder positive Denkmuster zu etablieren. Also das heißt, für dich ist Hypnose einfach dieser entspannte Zustand, wenn der Mensch entspannt ist und der Geist dann aktiv ist. Jein. Wenn man, also ganz oft geht man über die Entspannung in diesen hypnotischen Zustand rein. Das ist tatsächlich so. Aber es muss nicht über Entspannung gehen. Man kann zum Beispiel auch, es gibt auch die sogenannte Blitzhypnose. Dort nutzt man eigentlich einen Überraschungsmoment, indem man das Nervensystem für einen kurzen Moment wie überfordert. Und dann geht die Person auch in den hypnotischen Zustand rein. Und die Arbeit selber in der Hypnose, die ist natürlich nicht nur entspannt. Weil wenn es dann ans Eingemachte geht, wenn es an Emotionen geht, zum Beispiel Ängste, dann ist das alles andere als entspannt. Und trotzdem ist es aber eine sehr wirkungsvolle und unter dem Strich sanfte Methode, um auch wirklich hartnäckige Probleme und große Themen im Leben zu transformieren. Das heißt, wenn der Mensch jetzt selbst im Alltag so eine kleine Hypnose macht, dann sind das diese Momente des Tagträumens, wo man von innen heraus so, ja, sich etwas ausmalt, dann ist das ja wie ein Impuls, der von innen heraus kommt. Und wenn du jetzt mit deinen Klienten Hypnose machst, dann ist das ja dieser Zustand, aber dass etwas von außen gegeben wird. Also ich gebe wie nichts vor, außer dass ich gezielt in diesen Zustand hineinführe. Und dann, wenn wir an einem Thema arbeiten, das kann jetzt zum Beispiel eben auch bezogen auf den Kinderwunsch sein, wie man zuversichtlich durch diese Zeit geht und wieder mehr Leichtigkeit und Freude empfindet, dass man dann quasi das Gefühl hochkommen lässt, die Emotion, die jetzt aktuell mit dem Thema zusammenhängt, dass es eben nicht klappt, dass man eben diese Zuversicht noch nicht haben kann, dann lässt man diese Emotion, dann holt man die quasi rauf in der Kundin und dann folgt man jetzt in der sogenannten Regressionshypnose, folgt man diesem Gefühl zurück in die Vergangenheit und schaut dann dort, wo es Erlebnisse, Ereignisse gegeben hat, die mit einem belastenden Gefühl verknüpft worden sind. Weil unsere Programmierungen, die in unserem Unterbewusstsein sind, die sind alle so entstanden, oder die meisten zumindest, dass es ein Erlebnis gegeben hat und eine starke Emotion dazu und das ergibt das Programm. Und dann kommt vielleicht ein weiteres Erlebnis, das wieder verknüpft ist mit derselben belastenden Emotion und dann denkt sich oder weiß das Unterbewusstsein, ah, das ist jetzt ähnlich wie das erste. Und dann gibt es da wie so eine Verknüpfung miteinander. Und mit jeder weiteren Verknüpfung verstärkt sich das immer mehr, bis dann das eigentliche Symptom quasi in unserem Bewusstsein ankommt. Und wir wahrnehmen, hey, da gibt es ein Thema, da gibt es etwas, das ich noch nicht lösen kann oder zumindest mit dem bewussten Verstand nicht lösen kann. Und das ist, Entschuldigung, du wolltest etwas sagen. Ganz entspannt. Also ich finde es einfach spannend, wenn du so davon sprichst, ne, von so einem Gefühl, was dann hochkommt. Bei mir ist das ja so, wenn ich mit den Menschen arbeite, und die Frauen zum Beispiel, ich habe auch schon mit Männern gearbeitet, aber so ein starkes Gefühl haben, ganz oft weiß ich, also nicht immer, aber wenn es so sein soll, weiß ich dann einfach,
weiß ich einfach etwas, also bekomme eine Information, ja, das kann dann zurückliegen aus früheren Leben oder auch was aus der Ahnenlinie. Ich habe einfach durch die geistige Welt, also ich nehme das eigentlich so wahr, wie die geistige Welt gibt mir dann die Information durch Gefühle, aber auch Worte oder Bilder oder Gerüche kann auch alles sein. Und das ist ja das Kraftvolle, weil damit kann man dann arbeiten, dann weiß man, wo hat es eigentlich seinen Ursprung. Und jetzt von dem, was du so beschrieben hast, stelle ich mir Hypnose einfach als Technik vor, um an diese Informationen zu kommen, um sich Genau. dann zu befreien oder auch einfach zu begreifen, wo steht man, warum sind die Dinge nun mal, wie sie sind und dann ja auch den nächsten Schritt zu wagen. Arbeitest du denn auch manchmal einfach nur ja über dieses Programmieren? Also das heißt, wie jetzt so eine Meditation, wo einfach was Wunderschönes gesprochen wird, Also machst du das auch für die Hypnose? das ist schon Hypnose und es ist auch ein Also eigentlich fast jedes Mal ein Bestandteil einer Sitzung. Aber tatsächlich finde ich kraftvoller, wenn wir an den Emotionen arbeiten, die halt bisher vielleicht unterdrückt worden sind, die irgendwo im System feststecken. Und da arbeite ich in dem Sinne nicht mit einem vorgegebenen Skript oder wie man dem sagen möchte, sondern das kommt alles aus der Kundin heraus. Oder weil sie hat ja nicht nur all die Probleme, die sie jetzt beschäftigen, in sich drin, sondern auch alle Lösungen dazu. Du machst das jetzt über die geistige Welt und ich mache das ein bisschen technischer anhand von einem Prozess. Und da ist auch das Bewusstsein dann sehr mit einbezogen. Also die Kundin, die bekommt ja alles mit in der Hypnosesitzung. Sie kann ganz normal hören, sie kann ganz normal sprechen, denken, sich bewegen, weil viele haben das Gefühl, ja, dann bin ich vielleicht dort so wie ausgeknipst, wenn ich dort in der Liege sitze, also im Stuhl sitze. Und das ist nicht so, sondern das ist schon auch sehr ein aktiver Prozess für die Kundin, für die Frau. Und da hat sie dann wahrscheinlich auch mal das ein oder andere Mal einen Aha-Moment, weil ganz oft mit unserem Denkhirn, mit dem bewussten Teil unseres Verstandes, sezieren wir ja so das Problem oder das Thema, das uns beschäftigt. Und unser Denkhirn, der bewusste Teil, ist sehr analytisch und rational und kann auch nur Probleme so analysieren, anhand von rationalen Überlegungen. Weil das Problem oder das Thema aber meist im Unterbewusstsein den Ursprung hatte und das Unterbewusstsein aber alles andere als logisch funktioniert, sondern halt ja, etwas unlogisch ist und halt auf Emotionen und Bilder sehr stark reagiert, ist das Problem ganz woanders begraben in der Regel als das Denkhirn sich das so ausmalt. Deswegen findet man ganz oft eben auch die Lösung nicht zu seinen Themen nur mit dem bewussten Verstand. Ihr lieben Zuschauer, schreibt uns mal ein paar Kommentare in den Chat, einfach mal einen guten Abend, weil dann, ja, sehe ich, dass das auch alles hier funktioniert. Und vor allen Dingen schreibt auch unbedingt eure Fragen. Das ist jetzt hier die einmalige Chance. Die Claudia einfach alles, was ihr habt zum Thema Hypnose, könnt ihr einfach fragen. Weil eins muss ich mal ganz ehrlich sagen, mir ist schon ganz klar, dass Hypnose was unglaublich Kraftvolles sein kann, weil eine Freundin von mir, die Mama davon leitet, das hier lokale Hypnose-Institut, und ich weiß, sie hatte auch schon mal eine Klientin, mit der hat sie eine Sitzung gemacht, und ich glaube, das war auch eine Art Rückführung. Es war auf jeden Fall eine Hypnose, aber ich denke, es war eine Art Rückführung, weil die Kundin, die konnte dann von jetzt auf gleich Französisch sprechen. Also nach der Sitzung, sie hat sich einfach an ein früheres Leben in Frankreich erinnert, und sie konnte vorher gar kein Französisch, und sie konnte von jetzt auf gleich perfekt fließend Französisch, und das kann sie immer noch. Das ist natürlich die ultimativ krasse Werbung, wenn jetzt, ja, genau, eine Sprache lernen möchte, ist ja nicht so, dass das bei jedem dann so ist oder die Resultate immer so ist. Aber man sieht, was möglich ist. Weil für mich ist es so, du hast jetzt vorhin beschrieben, dass in den Menschen sitzt dann auch wie das Problem und wie die Lösung. Für mich ist es oft so in meiner Wahrnehmung,
ich sehe halt alles in Energie. Und es ist halt eine Energie dann, die dann zu einem kommt. Das kann aber auch sein, wie ein Teil der Seele, der jetzt aber aktiv nicht im eigentlichen Sein, im Körper war. Wir alle haben ja in Wahrheit so einen Zugang zu sehr lichtvollen Kräften, also sei es die eigene Seele oder die Urquelle oder auch unsere Lichtbegleitung und so weiter. Und so stelle ich mir das dann in Wahrheit vor, dass ja, wenn du in dieses Problem gehst und man dann die Lösung sucht, wir alle haben immer in Wahrheit einen Zugang zu Lösungen, wenn wir eben in dem Zustand sind, sich dafür zu öffnen. Wir sind ja alle immer verbunden ins ganze Universum sind wir verbunden und könnten, wenn wir es jetzt wollten oder es dran ist, wie auch immer, uns mit allen möglichen Kräften verbinden und allen möglichen Informationen. Und es gibt auch nicht nur die wunderschönen Informationen, sondern ja, kann ich mal aus dem akuten Zeitgeschehen vielleicht kurz eine Sache von mir erzählen. Ich bin neulich zu einer Freundin gefahren. Es war ein Tag nach diesem krassen Streik in ganz Deutschland. Und ich bin über die Autobahnauffahrt gefahren. Also ich bin nicht auf die Autobahn gefahren, nur drüber, weil man eben da lang musste. Und schon kurz vorher hatte ich so ein anspannendes Gefühl, so negative Gedanken, die plötzlich in mir auftraten. Und ich weiß noch, dass ich als Kind oft, wenn ich zur Schule mit dem Fahrrad gefahren bin, auch so negative Bilder hatten, die immer wiedergekehrt sind. Und da habe ich direkt gemerkt, das ist überhaupt nicht meins. Und da war ich halt, heute bin ich halt zum Glück so bewusst. Normalerweise heißt ja nicht, dass man in einem Moment vielleicht mal irgendwas nicht, ja, auch mir sind manchmal Dinge natürlich noch unbewusst, aber in dem Moment, ich bin gefahren im Auto und ich habe gespürt, wie diese negative Blase, die da über dieser großen Kreuzung war und diese negativen Gedanken und ich habe mich dann gleich einfach für was anderes entschieden. Ich habe direkt mit meiner Tochter was Spirituelles, Schönes dann gesungen, um wieder in dieses Glücksgefühl zu kommen, um mich wieder mit einer hohen Schwingung zu verbinden und das hat auch funktioniert. Ich habe aber genau gefühlt, wie wir so eine gewisse Distanz von der Kreuzung einfach hatten. Es war wie so eine Blase. Und auf dem Rückweg abends war es genau das Gleiche. Noch bevor ich da war, kamen echt wieder so negative Gedanken. Und für mich war das ja sehr interessant. Ich habe sehr viel gelernt da, weil ich halt so auf meine Art energetisch wahrgenommen habe, was die Menschen dort auf dem Streik fabriziert haben. Sie haben nämlich da nicht meditiert und gebetet und sich nur Frieden und Fülle vorgestellt oder wie die Menschen halt ihr, ja, ihr Grundstück bewirtschaften, ihr Gemüse anpflanzen und gut davon leben können, weil das ist ja das, was die eigentlich möchten. Sie möchten, die Bauern möchten was anpflanzen und dann gut davon leben können. Und ja, es war für mich so interessant, weil diese Energiefelder, so nehme ich das wahr, ja, das sind diese Felder, mit denen wir uns alle verbinden können. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, wenn du eine Kundin hast, verbindest du sie letzten Endes über deine Tools, dein Know-how, dein Wissen mit so Feldern oder Informationen, die denjenigen gut tun, die zum Teil auch in einem drin sein können, oder die Frau öffnet sich von selbst einer höheren Kraft, mit der sie halt Also, verbunden ist. was es tatsächlich auch gibt, aber jetzt, es ist nicht der Regelfall, aber das, was du beschrieben hast mit der Rückführung, das gibt es tatsächlich immer wieder mal ganz spontan. Also das nicht, also ich mache jetzt in dem Sinn keine Rückführungen in andere Leben. Das ist jetzt nicht so mein Schwerpunkt. Aber es kommt trotzdem immer wieder mal vor, dass jemand ganz spontan in ein früheres Leben quasi zurückgeführt wird. Und das Interessante ist, da kann man jetzt darüber glauben, was man möchte, ob es jetzt real ist oder ein Fantasieprodukt, aber es gibt immer eine Lektion für die jetzige Existenz, die man aus dem früheren Leben rübernehmen kann. Also, wenn man dann natürlich plötzlich Französisch kann, ist das auch ganz okay. Ja, Aber es gibt natürlich. immer auch eine Lektion, die einen in dieser Existenz weiterbringt für das Thema, weshalb man dann gerade die Hypnose aufgesucht hat. Ja. Und natürlich, ein Bestandteil unseres Verstandes ist natürlich nicht nur das Bewusstsein und das Unterbewusstsein, sondern auch das Überbewusstsein, also das höchste Selbst. Und da zapft man dann schon das Energiefeld mit den Informationen an. Ja. Und ja, ich finde bei der Hypnose einfach so schön, dass wenn man die Bereitschaft hat, sich quasi für diesen Prozess zu öffnen und auch für die Veränderung, die man anstrebt, dann ist das einfach wirklich auch sehr ein effizientes Tool und auch für Menschen, die vielleicht nicht oder noch nicht spirituell unterwegs sind.
ist es eine wunderbare Möglichkeit, große Transformationen, Veränderungen in die gewünschte Richtung zu machen. Und das Einzige, was man quasi wie mitbringen muss, ist die Bereitschaft. Man muss nicht in dem Sinn an die Hypnose glauben, man muss nicht überzeugt sein, dass es funktioniert. Man muss sich einfach darauf einlassen und auch bereit sein, vielleicht das ein oder andere Gefühl zu spüren, das man bisher ja nicht so unbedingt spüren wollte. Weil im Grunde genommen sind ja alle Gefühle gleich. Die einen haben wir einfach ein bisschen lieber und die anderen weniger. Und wenn da keine Ängste im Raum sind in Bezug auf die Hypnose, was sie ist, dann geht auch fast jeder in Hypnose. Also nur die, die quasi wirklich noch Angst haben vor der Hypnose, gehen nicht in diesen Zustand. Oder die, die quasi einer einfachen Anleitung nicht folgen können, weil das meistens eben leitet man diesen Zustand über Worte ein. Dann lade ich zum Beispiel die Person ein, tief einzuatmen, die Luft kurz anzuhalten und beim Ausatmen die Augen zu schließen. Zum Beispiel, das ist der Anfang. Und wenn man das natürlich kognitiv jetzt nicht umsetzen kann, dem nicht folgen kann, ja, dann wird es auch schwierig, in diesen Zustand zu gehen, gezielt in diesen Zustand zu gehen. Es ist also schon auch quasi das Anleiten lassen. Und dann danach auch die Zusammenarbeit. Also wenn du dir überlegst, mal eine Hypnosesitzung zu machen, ist es auch wichtig, dass du dir jemanden aussuchst, wo eine gewisse Sympathie vorhanden ist. Weil wenn die fehlt, dann wird es echt schwierig. Da kann die Person noch so gut in ihrem Fach sein. Dann kann man sich nicht entspannen. Dann kommt Ja. man nicht in den hypnotischen Man Zustand. muss sich nicht zwingend entspannen, man kann ja auch sonst in den hypnotischen Zustand kommen, aber dann lässt man sich nicht gleich auf den Prozess ein. Dann kommt vielleicht das eine oder andere unangenehme Gefühl eben nicht in der Intensität oder überhaupt hoch, weil man sich vielleicht nicht oder das Unterbewusstsein sich vielleicht nicht genug sicher fühlt. Ja. Ich möchte noch mal was zu diesem Thema sagen, dass in der Hypnose, in der Sitzung da so Gefühle, auch angespannte Gefühle hochkommen können. Falls hier noch jemand ist, der sowas, so eine Heilsitzung so noch nie erlebt haben, weil ich habe das ja schon so viele Male erlebt, sei es frühere Leben, Visionen, Bilder, Informationen aus der geistigen Welt. Es ist ja für mich immer, es ist immer was so Befreiendes und immer erhält man so viel Wissen, so viel, ja, wie Fähigkeiten, Kraft, Energie. Aber ich habe es schon so oft erlebt, dass so, also die kraftvollsten Sitzungen, da waren so krasse Gefühle, weil auf unserer Erde sind schon sehr krasse Dinge auch geschehen. Und das hatte ich schon so häufig, dass ich mein ganzes Sein so in so einem krassen Zustand, sei es irgendwie Schmerz oder Schock, ne, für einen Moment, dass man in diesem sehr anspannenden Gefühl war, weil das halt in dem früheren Leben dann einfach so krass war oder weil man eine Erkenntnis hat, wie krass diese ganzen Sachen sind, ist einfach so intensiv. Und ich habe es auch oft genug schon in Heilsitzungen erlebt, dass plötzlich irgendein Schmerz, auch ein starker körperlicher Schmerz, auftreten kann. Aber der geht ja genauso schnell auch wieder. Und das ist es eben, ne? In unser Körper ist unser heiliger Tempel. Und das ist halt auch diese Wahrheit, dass im Körper ganz viel Information drin gespeichert ist, auch Wissen über frühere Leben. Da bin ich selbst der beste Beweis für, weil ich weiß noch genau, wie ich als kleines Kind immer Angst hatte, einzuschlafen. Ich dachte immer, ich könnte dann ersticken. Deshalb habe ich oft als kleines Kind noch versucht, ja, so lange wie möglich wach zu bleiben, als ich auch schon allein dann so im Bett lag. Und dann, wenn ich gemerkt habe, ich werde zu müde, habe ich extra meinen Mund aufgemacht, weil ich dachte, okay, wenn du durch die Nase nicht mehr atmen kannst, dann kannst du wenigstens noch durch den Mund atmen. Und als ich dann älter wurde und die ersten Visionen von früheren Leben hatte, dann war immer wie so ein Puzzlestück, immer so Bilder und irgendwann hat sich so ein großes Bild ergeben und irgendwann habe ich auch begriffen, okay, diese Angst, nicht einschlafen zu wollen, die Angst, ich könnte ersticken, hing an einem früheren Leben, so mein letztes früheres Leben. Das war zwar keine Vollinkarnation, also ich bin ganz sicher, da war nicht zu 100% meine Seele, aber ein Teil meiner Seele hat in dieser Frau gelebt und die ist halt ja ermordet worden durch Vergasung. Wie auch immer, ich weiß, das ist etwas, was ich so mitgenommen habe. Und auch als ich geboren wurde,
wurde ich danach so abgesaugt. Irgendwie hatte ich da irgendeinen Schleim. Die meinten, ich muss abgesaugt werden, wie auch immer. Auf jeden Fall weiß ich, dass, weil diese Situation so war in dem früheren Leben, ich habe wie eine Energie aus diesem Leben noch mit in mein Leben quasi gezogen, hatte deshalb vermutlich als Kind war dann da diese Situation und dadurch noch verankert in mir so dieses Thema mit dem nicht einschlafen wollen, weil Angst vor Erstickung. Und ach, das ist schon so lange her, dass mir das so bewusst geworden ist. Weil in dem Moment, wo mir das bewusst geworden ist, ist das auch direkt wie geheilt. Ja, als ich diese Bilder von dem früheren Leben hatte, ich weiß, dieses Leben, das ist noch so wie nachgeheilt. Und ja, so geht das auch immer noch, immer weiter, dass wie mehr Informationen über dieses frühere Leben kommen und auch über ganz viele andere frühere Leben von mir. Und jedes, ja, jedes Bild oder jedes Gefühl, jede Information, das ist immer für mich wie eine Energieübertragung, weil man verbindet sich dann wieder mit einer Kraft, die man in dem Leben schon hatte. Wie wir ja vorhin schon gesprochen haben, man öffnet sich für diese Kraft, für diese Energie, Informationen, Energiefelder. Und das ist einfach ganz spannend, weil ich bin ganz sicher, alle, die jetzt hier zuschauen, ihr hattet alle schon mehrere Inkarnationen. Und wenn man überhaupt mal darüber nachdenkt, hey, ich habe schon ganz viel angesammelt an Wissen, Informationen, Dinge, die mir auch dienen können. Ja, das ist einfach was so Kraftvolles, weil wenn wir begreifen, wie alt wir sind, was wir schon alles geschafft haben, ja, auch wie viel Glück wir in Wahrheit auch schon gelebt haben, das ist einfach so ein riesengroßes, wunderschönes Feld. Ja, ich finde es ganz spannend, weil was du so beschreibst, das ist ja echt ein Tool, diese Hypnose. Da kann ja im Grunde ja jeder mitarbeiten, ne? Auch wenn nicht jemand jetzt nicht wie ich von sich aus dann diese Visionen und Bilder hat. Ich hatte das oft schon in meinem Leben, dass ungeplant irgendwelche starken Visionen kamen. Ich habe aber tatsächlich auch damals während des Studiums in Hamburg mal eine Reinkarnations-, also so eine Rückführungssache gemacht, ja, mehrere Male. Und also es war so ein Paket. Und ich hatte vorher ja schon Informationen über verschiedene frühere Leben. Und da habe ich dann auch wieder Informationen über frühere Leben bekommen. Es war für mich aber anders, also nochmal was anderes, als wenn ich die Dinge von mir so downloade oder wahrnehme. Es war echt wie so eine andere Herangehensweise. Und ja, es ist eigentlich schön, ja, zu wissen, dass es das einfach gibt und dass Menschen damit Gutes tun können und sich erinnern können oder Dinge heilen können. Ja. Genau, also mit der Hypnose hat jeder Zugang zu seinen Ressourcen. Das ist das Schöne und kann Ressourcen für sich entdecken und die dann auch natürlich verstärken. Und jetzt, wenn ich mal das mit den früheren Leben etwas ausklammern darf, weil viele, die in Hypnose kommen, jetzt nicht unbedingt ganz so spirituell unterwegs sind. Ist es aber doch ganz oft so, dass wenn wir dem Gefühl zurückfolgen zum wirklichen Ursprung des Themas, also zur Wurzel, ist es ganz oft so, dass es bereits etwas von Mama oder Papa war oder vielleicht der Großmutter. Das heißt quasi, es kann durchaus mehrere Generationen zurückgehen, das Thema. Und es wird, solange es quasi nicht von jemand Mutigem in Angriff genommen wird, wird es einfach weitergegeben. Ja. Oder es kann tatsächlich auch sein, dass während der Schwangerschaft etwas ist, was man als Baby damals mitbekommen hat, starke Emotionen von der Mutter oder sonst aus dem engen Bezugsfeld der Familie. Und als Baby in der Gebärmutter, da kann man noch nicht zwischen du und ich unterscheiden, dann nimmt man das einfach auf und nimmt es als sein eigenes an. Und dann geht es ganz oft darum, wenn man das wie feststellt in der Sitzung, wieder diese Verantwortung zurückzugeben, dorthin, wo sie hergekommen ist, dass man das nicht mehr als seine eigene Verantwortung, als seine eigene Bürde mit sich rumschleppt. So spannend, was du gerade übrigens ansprichst. Also ich kann aus tiefstem Herzen nur jeder Frau, die schwanger ist oder plant, schwanger zu sein, auch empfehlen, die eigene Geburt, ja, als wir selbst geboren sind, das mal energetisch anzuschauen, zu durchfühlen,
weil das ist Gold wert. Ist eigentlich für jeden Gold wert, egal ob man jetzt gebären möchte oder selbst wenn man Mann ist, ist einfach Gold wert. Ja, kann ich auch aus tiefstem Herzen nur bestätigen. Also gerade im Kinderwunsch gibt es natürlich viele Themen, die mit reinspielen. Und da kann es auch, also muss nicht, aber oft ist es auch der Fall, dass zum Beispiel, wie habe ich meine eigene Schwangerschaft, also als quasi die Kundin Baby war im Bauch ihrer Mutter, wie habe ich diese Schwangerschaft erlebt? Wie habe ich meine Geburt erlebt? Was hat meine Mutter für Gefühle gehabt in Bezug auf ihre Mutterrolle? Also all diese Themen, die spielen dort auch mit rein. Oder wenn es zum Beispiel, das kann auch sein, dass die Mutter zum Beispiel eine kleine Geburt hatte, also eine Fehlgeburt. Und dass auch das noch irgendwie mit hineinspielt, weshalb es mit dem Kinderwunsch nicht klappt. Also es muss nicht unbedingt eine eigene Erfahrung sein, es kann auch etwas sein, das jemand erfahren hat, der uns einfach nahe steht. Ja, ich nehm das ja immer alles so in Energien. Klar, das ist Ja. ja, das sind Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Und klar, das kann aus der Ahnenlinie sein. Ne? Die Familie und jede Ahnenlinie hat in Wahrheit ja auch wie eine Art Seele oder so eine Energie, die der Familie gehört. Und da sind natürlich, wenn da Dinge im Feld sind, ja, und das Schönste ist aber, dass man, also dass so eine unglaubliche Hilfe möglich ist und auch da ist. Ne? Wir leben in so spannenden Zeiten und jeder, der bereit ist für Heilung, also immer wenn ich channel, nehme ich das wie so ein riesiges goldenes Licht wahr. Für jede Person ist so viel schon vorbereitet, energetisch an Hilfe, an Frequenzen. Also es gibt so unglaublich schöne, ja, Frequenzen, Hilfe, Liebe, Licht für jeden, sodass alle Anspannungen in Wahrheit transformiert werden können. Und wenn du magst, mich würde ja wahnsinnig noch dieses Thema Selbsthypnose interessieren, weil das ist einfach was so Kraftvolles. Was kannst du dazu noch erklären? Also im Grunde genommen ist jede Hypnose eine Selbsthypnose. Insofern, dass natürlich die Person, die jetzt zum Beispiel in die Hypnosesitzung kommt, ihr Einverständnis gibt oder zumindest innerlich ihr Einverständnis gibt, in diesen Zustand zu gehen. Also ich kann noch so lange mir den Mund fusselig sprechen, wenn die Person sich vorgenommen hat, ich gehe nicht in diesem Zustand, dann wird sie auch nicht gehen. Dasselbe mit, wenn wir jetzt mitten in der Hypnose sind und ihr wird es irgendwie zu bunt, dann macht sie einfach die Augen auf, steht auf und geht. Also man hat immer selber die Kontrolle darüber, ob man in diesen Zustand geht und auch, ob man dort drin bleiben möchte. Und zu deiner Frage, auf die du, glaube ich, abgezählt hast, das kann man natürlich auch für sich zu Hause nutzen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also die allereinfachste Möglichkeit ist zum Beispiel einfach auf YouTube mal eine Hypnose herauszusuchen und die dann zu hören und zu schauen, gefällt die mir nicht. Und wenn sie mir gefällt, dann mache ich das einfach so oft, wie es mir gut tut. Aber ich kann natürlich auch die Hypnose selber herbeiführen, ganz gezielt. Und da gibt es aber also 1001 Varianten, wie das geht. Ich zum Beispiel mache das gerne über einen Anker. Das heißt, wenn die Person zu mir kommt und sie diesen Zustand schon mal erlebt hat, dann, wenn sie tief in diesem Zustand drin ist, dann gebe ich ihr zum Beispiel ein sogenanntes Codewort. Also das kann zum Beispiel Sonne sein. Und dann immer, wenn sie an dieses Wort denkt oder zum Beispiel die Sonne sieht und auch die Bereitschaft hat, in diesen Zustand zu gehen, ist sie wieder in diesem hypnotischen Zustand zurück oder kann auch diese Gefühle abrufen,
die dann gerade sehr intensiv vorhanden waren. Also ich ankere zum Beispiel sehr gerne Glücksgefühle oder Gefühle, schöne Erlebnisse, was man da an Stolz, an Liebe, an ja, einfach Glück erlebt hat. Das kann man alles mit einem sogenannten hypnotischen Anker wie einen Anker setzen. Also es kann zum Beispiel auch eine Berührung sein an der Schulter und dann jedes Mal, wenn ich mich im Alltag an der Schulter berühre, mit dieser Intention natürlich, dann habe ich wieder diese intensiven Gefühle aus dem schönen Glücksmoment. Und dann kann man natürlich auch in der Selbsthypnose mit sogenannten Suggestionen arbeiten. Wenn man jetzt nicht mit Hypnose sich auskennt, würde man dem Affirmationen sagen. Da muss man dann aber schon darauf achten, dass die immer, also möglichst unkompliziert formuliert sind, also keine Schlangensätze, dass sie auch positiv formuliert sind. Also zum Beispiel, ich möchte mich glücklich fühlen, ist positiv formuliert. Ich möchte nicht mehr deprimiert sein, ist negativ formuliert. Also ich möchte nicht mehr deprimiert sein, wird sehr wahrscheinlich entweder nicht nützen oder den Zustand verschlechtern, weil das Unterbewusstsein diese Verneinungen, also in der Tendenz, diese Verneinungen nicht versteht. Also wenn ich euch jetzt sage, stell dir keinen pinken Elefanten vor, wird dein Unterbewusstsein wahrscheinlich in dem Moment gerade in deinem Inneren einen pinken Elefant dir gezeigt haben. Und deswegen ist es auch wichtig, weil Selbsthypnose, indirekt machen wir das ja schon auch tagtäglich selbst, dass wir uns aber mit Dingen in dem Sinn konditionieren, die wir gar nicht wollen. Also mit all den Gedanken, die wir haben, mit all den Worten, die wir aussprechen, konditionieren wir uns selber. Also es kommt so stark darauf an, was denkst du über dich und über die Welt und wie sprichst du über dich und die Welt? Weil wenn du zum Beispiel jetzt davon sprichst, ah, mir geht es immer so schlecht oder ja, dieses Mal wird es wahrscheinlich auch wieder nicht klappen, dann zementierst du ein Stück weit diese Realität, die du ja eben nicht mehr erleben möchtest. Ja, das sagt mir alles zu viel. Also es ist einfach was so Kraftvolles. Und ich möchte zu diesen Suggestionen oder Affirmationen auch nochmal sagen, weil es gibt echt so kraftvolle, ja, Dinge, auch auf YouTube oder Sachen, die man sich anhören kann. Und wir selber können ja, ihr könnt einfach darüber nachdenken, was ihr euch wünscht im Leben und das halt programmieren, einen schönen Satz programmieren. Und gleichzeitig da, manchmal ist es echt auch sehr kraftvoll, wenn wir da einen Profi haben oder einfach jemanden, der uns hilft, so einen richtig kraftvollen Satz zu erschaffen. Genau, also du jetzt hier das Beispiel mit hier, ich möchte nicht deprimiert sein. Irgendwas, was so kraftvoll ist wie, ich öffne mich für das unfassbare Glück des Lebens. Oder ja, ach, da fallen, ja, Also, die Möglichkeiten sind echt so groß. Und für mich ist, ich sehe alles ja immer in Energien. Und die Wahrheit, die einfach existiert, ist, dass es schon jetzt gibt so viele geniale Menschen, es gibt so viel tolle Hilfe, so richtig gute Bücher, die echt helfen zu begreifen, dass wir in so einem Wandel sind, dass sich gerade was richtig Spannendes hier auf der Erde, ja, hier geschieht, dieser Wandel. Und je mehr wir uns mit Menschen umgeben, die in meinen Worten hochschwingender sind, also bewusster sind, all diese Menschen, die erleben auch viel mehr Glück, fühlen mehr Glück in sich, weil das weiß ich ja aus meinem eigenen Leben. Ich bin heute so unglaublich erfüllt, so glücklich. Ich hätte als pubertierendes Mädchen, habe ich gar nicht gewusst, dass man so glücklich echt sein kann. Und ich weiß, dieses Glück ist auch für andere möglich. Ich weiß ja, welche Schritte ich gegangen bin. Und in Wahrheit ist jetzt alles noch schneller möglich, weil einfach, ja, wir in anderen Zeiten leben als vor 10, 20 Jahren. Das ist einfach das Magische. Ja. Ja. Hast du Lust, nochmal was, würde mich ja gerade richtig interessieren, was du so über diesen Wandel auf der Erde denkst oder das goldene Zeitalter? Hast du Gedanken dazu? also,
Ich denke auch, dass ganz viele tolle Vorarbeiter da Arbeit oder ihr Herz reingelegt haben, damit wir es immer einfacher und einfacher haben. Die Frage für mich ist dann mehr, können wir das auch annehmen? Können wir annehmen, dass all diese Programmierungen, die wir in unserem Unterbewusstsein haben, dass die nicht zwingend stimmen müssen? Dass es nicht immer extrem kompliziert und langwierig sein muss, um etwas zu transformieren, dass es auch ganz einfach gehen darf. Weil solange wir davon überzeugt sind, das geht nur irgendwie mit jahrelanger Therapie, sage ich jetzt mal ganz überzogen gesagt, dann wird das wahrscheinlich für die Person, die diese Überzeugung hat, auch genauso eintreffen. Wenn sie sich aber öffnen kann und sagt, ja, für mich darf es auch leicht gehen, ja, dann wird sie davon profitieren. Es hängt ja so vieles auch in Wahrheit vom Umfeld ab, ne? Weil das, was in den Menschen ist an Erlebnissen, Erfahrungen, Gefühlen, ist das eine. Aber das ganze Umfeld, oft ja dann auch die Familie, die haben ja auch ihre Glaubenssätze, ihre Erfahrungen und ihre Schwingungen. Und das ist es eben, ne? Weil ich wirklich, ich habe das große Glück, ich habe schon persönlich Menschen getroffen, die unglaubliche Dinge erlebt haben, wie ja, dass ein Organ nachgewachsen ist, was rausoperiert wurde oder auch. Menschen kenne ich persönlich, die können auf dem Wasser laufen. Und das ist jetzt was, ganz viele werden jetzt sagen, ah, was für ein Quatsch, das gibt es ja nicht. Und es ist mir eigentlich auch ganz egal, ob ihr das glaubt oder nicht, weil diese Menschen, die werden jetzt hier nicht herkommen und euch das irgendwie beweisen, weil denen ist das nicht mal mehr wichtig. Denen ist das echt überhaupt nicht wichtig, dass es irgendwer glaubt oder so. Diese Menschen, die sind so evolutioniert in ihrem Bewusstsein, die wünschen sich aus tiefstem Herzen einfach, dass die Menschen beginnen, noch glücklicher zu sein, noch gesünder und erfüllter in allen Lebensbereichen. Und da wirken diese Menschen für. Aber ob es jetzt diese Fähigkeiten dann gibt oder nicht, ist ja so gesehen gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass die Menschen noch freier und noch glücklicher werden. Und ich glaube, Ja. da geht es auch ganz viel darum, wenn du sagst, ist mir egal, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Ich finde das noch schön, dass du es gesagt hast, weil genau darum geht es, dass wir auch wie immer weniger bewerten. Weil jede Bewertung begrenzt uns ja nur. Genauso wie all diese Konditionierungen, Programmierungen aus unserer Kindheit. Man darf sich das ja so vorstellen. Also ich klammere jetzt deine Expertise aus, da bist du jetzt Vollprofi. Ich spreche jetzt vom anderen Teil, vom ganz irdischen Jetzt in dieser Existenz. Ja, da werden wir in den ersten Lebensjahren so stark geprägt von unseren Bezugspersonen. Und das ist auch kein Wunder, weil als Kind, wir müssen so enorm viel lernen. Wir müssen krabbeln lernen, laufen lernen, sprechen lernen und noch so vieles mehr, dass wir einfach alles unhinterfragt wie ein Schwamm aufsaugen und als die Wahrheit für uns annehmen. Und deswegen, ja, sind unsere Eltern eigentlich die größten und besten Hypnotiseure, wenn man so möchte. Nicht unbedingt mit den besten Resultaten, aber das wird das Kind nicht hinterfragt. Und dort entstehen ganz viele Samen, die dann später im Leben eben zu größeren Schwierigkeiten führen für diejenige Person. Und da geht es dann auch darum, jetzt im medizinischen Kontext, wenn ich da den Bogen nochmal spannen darf, zum Kinderwunsch, weil Eltern sind ja Autoritäten und Ärzte, Gynäkologen, die sind auch alle Autoritäten. Und da geht es dann auch darum, nicht alles von Autoritäten als einfach gegeben anzunehmen. Klar, es gibt Diagnosen, aber es ist wichtig, dass man das nicht einfach so annimmt und sagt, ja, ich habe das jetzt und deswegen bin ich jetzt, ja, bin ich von diesem Glück, Mutter zu werden, ausgeschlossen oder habe es jetzt extrem schwierig, weil selbst dann kann es möglich sein. Aber wenn wir uns einkaufen in dieses Label und in diese Statistiken, dann führt das ganz oft zu Frust.
wenn du auf dieses PCO-Syndrom, PCOS-Syndrom anspielst, das ist sowieso eine so spannende Sache, weil das ist so unerforscht und so unklar. Ja, es ist eigentlich gar nicht richtig bewiesen, dass es das eigentlich überhaupt ist und was es genau ist. Und trotzdem muss ich da einfach mal gerade mein Mitgefühl für die Ärzte zeigen, weil wisst ihr, so ein Arzt, der schenkt ja auch seinem Klienten in dem Moment seine Fürsorge. Und wenn der halt auch nicht weiter weiß, dann denke ich, hat der dann wenigstens das Gefühl, demjenigen ein bisschen Halt zu geben, weil dadurch, dass er dann so eine Diagnose hat, ist das so ein bisschen wie wenigstens die Ausrede, so nach dem Motto, hier, du bist nicht schlecht oder du bist falsch, sondern du hast halt dieses Syndrom. So stelle ich es mir vor. Der Arzt möchte auch ja irgendwo nur helfen. Und ja. Nein, also kein Arzt wird irgendeine böse Absicht dabei haben. Das ist ja einfach das, was sie auch gelernt haben, studiert haben. Und manchen kann das natürlich tatsächlich auch, ja, wie du gesagt hast, so ein Orientierungspunkt sein, wenn man endlich mal weiß, woran das liegen könnte. Aber es kann halt auch dazu führen, wie du gesagt hast, es ist ja umstritten, dass man dann denkt, ja, okay, bei mir darf es nur schwierig klappen. Und vielleicht, wenn man das gar nicht wüsste, wer weiß, wie es dann ausgeht. Also ich glaube, man Ja, darf einfach Dinge auch hinterfragen. das erinnert mich an so eine kleine Geschichte, die ich neulich mal von Bekannten geschickt bekommen habe, ich glaube auf Telegram. Das fand ich so spannend, weil das verdeutlicht diese Situation, was du da beschreibst. Die Geschichte ist, ein Mann, der selbst irgendein Professor, also so ein Erfinder, der hat richtig was im Leben erreicht, richtig akademisch. Und als seine Mutter verstorben war, hat er so einen alten Brief wieder gefunden, an den er sich noch erinnern konnte. Als er nämlich klein war, hat er irgendwann von seinen Lehrern diesen Brief bekommen mit der Info, gib den deiner Mama und niemanden sonst. Und die Mutter hatte damals unter Tränen diesen Brief vorgelesen und hat halt gelesen, dass der Lehrer geschrieben hat, ihr Sohn ist ein Genie, er ist so brillant und unsere Lehrer haben leider nicht die Fähigkeiten, ihn mit seinem Wissensstand auszubilden. Unterrichten Sie ihn bitte zu Hause. Ja, das hatte die Mama damals vorgelesen und als die Mutter dann im hohen Alter verstorben ist, hat der Mann dann den Brief gefunden und gelesen, was da drin aber stand in Wahrheit, ihr Sohn ist geistig behindert und deshalb kann er nicht mehr zur Schule kommen. Und das hat er halt erst im ganz hohen Alter erfahren, dass diese Information im Brief stand. Und die Mama hat ihn einfach in Liebe unterrichtet. Und er ist ein Genie geworden. Und das ist eben dieses, was du glaubst, dass du es bist. Ja, das bist du dann auch. Ja. Ja. Ich fand das eine so spannende Story, weil ich habe halt schon so viel erlebt in der spirituellen Szene. Wunder sind für mich schon so normal, immer wieder das zu erleben, dass Menschen Dinge erleben, die einfach so kraftvoll sind. Wunder ist ja einfach dann, wenn etwas so erstaunlich ist, dass es passiert, dann berührt es uns einfach, weil es so schön ist. Und ja. Ach, ihr Lieben, hat jemand noch eine Frage? Dann könnt ihr die super gerne mal stellen. Ich schaue mal eben hier. Möchtest du, liebe Claudia, noch irgendwas Kraftvolles mitgeben für die Frauen, die jetzt das Gefühl haben, oh, sie möchten Hypnose für sich selbst nutzen? Hast du da noch einen Tipp, wo du sagst, hier, das wird dir auf jeden Fall weiterhelfen? Also, da gäbe es ganz viele Tipps. Ich würde wirklich mal klein anfangen. Also, wenn man nicht direkt in eine Hypnosesitzung gehen möchte, dann fang doch mal klein an und beobachte einfach mal, was denkst du den ganzen Tag? Und durch das, dass du so ein bisschen die Beobachterrolle einnimmst und siehst, ah, da kommt wieder irgend so eine, darf ich das sagen, BS-Story. Kannst du das, wie, ich glaube, das hast du ganz am Anfang sogar gesagt, dass du das intuitiv auch so machst, dass du sagst, ich cancele, ich streiche diesen Gedanken und ich wähle für mich den Gedanken, den ich kultivieren möchte. Und weil für mich fängt eigentlich alles mit dem Gedanken an oder du würdest wahrscheinlich sagen, mit der Energie.
Weil Gedanken sind ja auch Energie. Und dann so langsam, langsam, ja, quasi das Denken und weil jeder Gedanke hat dann auch ein Gefühl, das es auslöst. Und über das Denken dann auch die Gefühle quasi langsam, langsam positiv zu verändern. Und was natürlich ein Klassiker ist, sich auch vor Augen führen, was ist alles schön im Leben, anstatt den Fokus immer darauf zu lenken, was habe ich noch nicht, was habe ich denn schon alles? Und sich auch für kleine Dinge feiern und stolz drauf sein. Man muss nicht immer ein Riesenergebnis erzielen. Man kann auch einfach Tag für Tag nur ein kleines Stückchen weitergehen und sich für das feiern und sagen, es ist okay. Und es ist auch okay, wenn es einem zum Heulen zumute ist. Alles muss raus. Weil man kann nicht immer nur sich gut fühlen. Das wäre ja irgendwie, also ich kenne keinen Mensch, der sich immer nur gut fühlt. Man kann sich immer öfter gut fühlen, aber es braucht ja irgendwie auch ja, die Momente, die vielleicht nicht so toll sind, um die anderen Momente mehr schätzen zu können. Und einfach da sehr mitfühlend mit sich zu sein, Verständnis für sich zu zeigen und auch seine eigenen Bedürfnisse, gerade im Kinderwunsch, seinen eigenen Bedürfnissen Raum zu geben. Sich fragen, was tut mir gut, was möchte ich? Und das dann auch einem gestatten. So schön. Und ich möchte da noch mal kurz hinzufügen, dass, Ja. wisst ihr, es gibt so viel Hilfe und lichtvolles Wirken hier auf der Erde. Und ich nehme ja die geistige Welt immer wahr, da ist so viel los, also wirklich so viele Helfer, die jetzt den Menschen dienen, um den nächsten Schritt zu gehen. Man muss aber auch einfach mal anerkennen, dass es noch diese andere Kraft auch auf der Erde gibt. Also es gibt ja auch noch so viel in den Medien oder wo auch immer, sei es auch im Umfeld in Menschen drin, immer noch so viele Informationen, die einen halt zurückhalten oder in der Schwingung halt niedriger sind. Energien, die halt ja nicht dazu führen, dass wir uns glücklicher, freier fühlen, unseren nächsten Schritt gehen. Und dass wir das einfach nochmal so im Bewusstsein haben, egal wo du jetzt in deinem Leben stehst, ja. Du hast jetzt schon Unglaubliches geleistet und viel später überhaupt wirst du begreifen, was du da eigentlich getan hast, wenn wir Rückschau auf unser Leben halten. Und ich kann dir einfach sagen, dass es sind wirklich Wunder möglich. Es ist möglich, aus seinem Umfeld heraus, egal wo man steht im Leben, sich mit Schwingungen zu verbinden, neue Informationen, Codewörter, Suggestionen, egal wie wir das alles nennen, es ist möglich, was Neues in sein Leben reinzulassen, was einem hilft, noch erfüllter zu leben. Ja, was einem hilft, sich daran zu erinnern, wer wir in Wahrheit sind und als was das Leben eigentlich gedacht ist. Weil das Leben ist in Wahrheit ja wunderschön. Ja, noch heute gibt es so schöne Naturorte, so unberührte Orte und es gibt so viel Wunder hier auf dieser Erde und ihr habt euch sowieso ja fürs Wunder entschieden, weil sonst wärt ihr gar nicht hier und hättet so lange zugehört. Und ich wünsche euch einfach aus tiefstem Herzen, dass ihr richtig glücklich werdet und unermessliches Glück erlebt, denn das verdienst du, das verdient ihr. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis bald. Einen schönen Abend euch allen. Danke für die Einladung. Ich danke dir, liebe Claudia. Ich bin ganz sicher, dass das für ganz viele jetzt nochmal ein schönes Verständnis von Hypnose gegeben hat und das Bild sich eingefügt hat. Ciao. Danke euch allen. Tschüss.